Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plakate auf dem Marsch. Wiese Nummer 3 ist abgemäht und gepresst. Jetzt werden wir den Takt auftauchen zum Düngen. Dazu stellen wir mal die Ballenpresse ab. Ich hole jetzt erstmal gleich den Ballen hier. Dann werden wir die Ballen gleich einsammeln. Na, gleich. Wir hängen gleich an. Dann ist es auch fertig. Dann haben wir Dünger schon da. Einer presst übrigens noch. Dazu werden wir gleich mal zum LKW rüberflitzen und dann den Ball noch einsammeln. Die letzte Folge war keine Musik. Habe ich vergessen. So, kommt dann vor. Tödlich wie ich bin. Aber jetzt läuft die Musik im Hintergrund. Hoffentlich Musik laut genug. Ja gut, den kann ich auch sagen, abschließen. Der ist ja auch durch. Sprint. Weil der presst ja das, was er anfangs gemacht hat. Und reinspringen. Heute wieder sportlich heute. Muss beides repariert werden. Nachdem wir die Ballen runtergenommen haben und das genügt schon. Nach der Reparatur werden wir das bereitstellen auf Feld Nummer 2. Auch zur Vorbereitung. Wir sprinten mal ein bisschen, ne? Kurz einsammeln, dass wir das den Platz haben für Düngen. Großen Ganzen sauber gearbeitet, kann man nicht meckern. Das ist alles der BGH Süd, die um die Ecke liegt. Ja, Zeit läuft. Dass die Faulenlänge nicht so sehr überzogen wird. Vor allen Dingen, dass die Zeit passt überhaupt. Ne? Ich glaube, das ja, bringt ja nichts. Entweder so kurz oder extrem zu lang. Meistens zu lang. Und zu lang ist ja auch so langweilig auf Dauer. So, jetzt haben wir die runtergenommen. Mehr Ballen fahren ja sowieso nicht an. Können wir gleich düngen, wenn wir vorne sind. Und dann fahren wir die weg. So. Jetzt werden wir ganz kurz den Kurs löschen. Das wäre ja Verschwendung. Dazu Kursgenerierung neu auf Feld 3. Ist größer wie Feld 2. Rein optisch, zahlenmäßig. Kurz gucken. Was ausgedruckt. Feld 3 hat ja ungefähr 1 Hektar mehr oder 1,5 Hektar mehr. So, Vorgewende machen wir auch. Zweimal. Ein Schaf. Hauptsächlich bereut das nicht. Meistens dann hier nicht im Graben landet. Wenn wir gleich mal zur BGH fahren.
Er fängt richtig an, alles gut. Es sind zwar nicht viele, aber das sind immerhin 150.000 Liter. Ja, hier sind die beiden auch schon weg. Wir haben aber noch was drinne. Das heißt, wir hätten noch genug. So. Also keine Verluste. War die Ladegepa zur Neige, also den Silo würde ich nicht nehmen. Ja, genau, was wollte ich jetzt machen? Z. 3 Stück, 60.000, das reicht nicht lange. Jetzt haben wir den mal auch zum Feld Nummer 2, die Richtung jedenfalls. Ups. Hier können wir erst düngen, Anführungszeichen, wenn das Gras schon mal mindestens zu sehen ist. So ist aktuell noch keine Stufe gewachsen, also düngen würde jetzt keinen Sinn machen. Viel mehr Silage kriegen wir jetzt nicht, außer aus dem Silo. Ein Silo würde gar nicht. So, jetzt wäre das Nummer 1. Jetzt holen wir uns die Ballenpresse und den Detaktor zur Apparatur. Mann, ist recht heiß. So. Oh, op. Ja, Erkältung wegholen. Gibt's nicht gerade. Ah, 74. Bin ich ja echt gespannt, was die BKH nun bringt. Ich habe neulich gesehen, gestern, auf YouTube so einen Film, einen Live-Film, wie sie im Prinzip Mais in Ballen pressen, Mais-Silage. Vom Häcksler aus. Der Häcksler steuert das in einer Presse. Und dann werden die Pressen, wird das Zeug im Silage gepresst. Nicht schlecht. Tanken muss nicht. Aber Gewicht garantiert. Nur der Form halber. Jetzt fahren wir die Presse auch gleich hin, Richtung Feld 2. Ja, ich habe den Mod deaktiviert, weil die Kühe sind noch da. Passt. Den Mod für die Rinder. Aber ich kam hier einfach nicht dazu. Ich wollte irgendwann mal einen neuen Stall anschaffen und neue Rinder. Mir hat nicht gereicht. Beziehungsweise ich habe es nicht geschafft. Auch geldmäßig.
sollten jetzt einen dicken Schub an Geld bekommen. Werden wir gleich, ups, dann die Schulden zurückzahlen und dann haben wir mindestens zwei Felder noch vor uns. Die rechts 21 oder 27 könnte auch noch weit sein und die 25 zum Beispiel wäre auch wieder so weit. Rein theoretisch. Nach hinten drehen. Könnte natürlich jetzt komplett verkehrt liegen, ja, liege ich auch. Das ist jetzt Versuch mit Eye-Tracking da zu machen. Ohne Maus. Übungssache. Vorteil, ich habe beide Hände frei zum Lenken. Ja. Mal kurz den Ball reparieren. So, jetzt haben wir 18 Uhr, 19 Uhr fast. Das heißt, jetzt müsste das Wachstum auch nicht durchgehen, nach meiner Rechnung. Wo früh um 6 normal. Das heißt, Lohnzahlung, also hier ist noch kein Wachstum. Vielleicht kommt auch wieder später. So, stehen lassen. Unkraut, ja, Unkraut ist gut. Gras 0,8 Stunden. Kann nicht mal lang dauern. Also 20 Uhr ungefähr. Schätze ich mal. Heu, Silage. Strom, Mischfutter. Das reicht aber eine Weile. Silage haben wir hier noch. Könnt ja mal gucken. Ich wollte ja mal die Presse eine Felsi kaufen. Ich weiß nicht genau, wo das drin ist. Wer ist es vielleicht? Fräse. Ich habe mal eine Fräse früher gehabt, da konnte man alles für transportieren. Jo. Auch Silage. Kaff. Kaff zum Beispiel. Die Silage. Was können wir da machen? Hauptfarbe. Natürlich nehmen wir kein Metallicblau. Dann nehmen wir noch einen Loch. Designerfarbe, ja, das nehmen wir auch. Silber, ja, das ist hübsch. Brauchen wir einen freien Traktor. Haben wir noch einen freien Traktor? Der eine düngt gerade, der andere macht gerade. So wenig Fahrzeuge. Eindeutig so wenig Fahrzeuge. Dazu müssen wir mal die Ballenpresse abschmeißen. Und das Gewicht. Das legen wir hier weg.
Ja. Wir können nämlich die Silage nehmen vom unserem Feld, dann nehmen wir gleich den Anhänger mit, den gelben. Der ist dafür geeignet. Steht uns eh noch hier im Weg. Der andere da drüben würde auch gehen normalerweise. Ja, nehmen wir den. Dann können wir den bei Gelegenheit auch jetzt mal hoch zurückbringen. Jetzt fahren wir mal kurz zum Händler. Holen uns den die Fräse, mal sehen, wie sie funktioniert. Den Kurs können wir löschen. Entschuldigung. Mal sehen, wie die funktioniert. Hat man noch nicht getestet. Ein 17er hat gut funktioniert. Jetzt haben wir so BGH. Er düngt noch. Ich glaube, der hat Probleme gehabt. Können wir den hinten Hänger schön voll machen. Ich glaube, mit Schaf kommt man nicht gut klar. Aber er hat irgendwie doch noch gepackt. So, schnappen wir uns den Hänger und dann werden wir gleich die BGH. Echt Quatsch, stehen. Die Ballen sind alle weg. Den Hänger schnappen wir uns, das hole ich von vorne, ne? Dann wird er automatisch reinkippen, das ist perfekt. Was da drin, ne? Häckselgut. Pff, ist ja schlecht. Das ist äußerst schlecht. Müssten wir drüben reingeben, ne? Dann laden wir hier vorne ab. Ja, ich hab's vergessen. Steigen eh hier. Wie sie leider war ungefähr? Ah, 4000, das passt. Kriegen wir noch Arbeit. So. Gehen wir nach vorne, steuerungsmäßig. Silage. Sieht zwar grün aus, aber Silage. Vorteil, na super, jetzt kippt der Dings raus. Das ist natürlich das erste Ende, was kann man auch abgekippt kriegen, wenn das stimmt, ist Hexe gut. Das ist vorne die Presse. Müssen wir mal leer machen. Müssten wir mal was probieren.
Ja. Also die Aktion kann hier nicht ausgeführt werden, so schlecht. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann sag mal Tschüss und Winke, Winke, ciao, ciao. Bis dann. Ciao.